Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Demo. Und tatsächlich wird das jetzt auch die letzte Demo sein, die wir gemeinsam spielen. Und zwar schauen wir uns jetzt Inotria, The Last Song, an. Ist ein Souls-like. Haha, wir wissen, wie viel Erfahrung ich mit Souls-like-Spielen habe. Aber ich möchte mir die Demo gerne anschauen, weil ich finde das Spiel optisch, was ich so auf Bildern und so gesehen habe, super schön. Und ja. Ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich denke, wir werden hier nicht mal, falls es in der Demo irgendeinen Gegner gibt, den wir bekämpfen müssen, den werden wir nicht schaffen. Aber ich möchte kurz reinschauen, solange es die Demo noch gibt. Das Spiel erscheint übrigens, glaube ich, schon im September. Also es ist gar nicht mehr so lang hin. Genau. Aktuell gibt es das Spiel nur auf Englisch. Also die Demo ist in Englisch. Aber ich denke, das ist kein Problem. Und wie immer ziehe ich hier jetzt am Stück durch. Heißt, ich schneide hinterher. Je nachdem, wie lange es jetzt hier geht, mein Spielspaß, gibt es nicht zu jeder Folge ein Hallo und ein Tschüss. Aber fühlt euch bitte jedes Mal gegrüßt und verabschiedet. Und ja, wir starten jetzt mal in die Demo. Ich habe ein bisschen Sorge. The tree of change bears fruits. Awaken, maskless one. The stage is set. Das ist schön. Übrigens muss man dieses Spiel mit dem Controller spielen. Ich habe schon mal die gleiche Angriffstaste und Ausweichentaste wie Elden Ring. Das passt. Muss ich mir nicht komplett umgewöhnen. Aber das sieht schön aus hier. Schick. Wir haben auch Special Attacks anscheinend. Das ist Adore Burst. Ja, geht nicht. I really like it. Dodge. Okay. Habe ich. Er wollte parry. Oh nein. Kann ich parryen. Kann ich vielleicht doch. Unrailing. The maskless one can weaken the Convoluto's grip on all manner of things. Fighting hostiles beings cause them to build their unraveling meter. When filled, they will be temporarily exposed to a finishing strike. Okay, du kannst sie jetzt staggern. Oh, er hat eine etwas größere Waffe. Nicht, ob ich den parryen kann. Ja, das war zu spät. Ja. When the maskless one finishes off an unraveled enemy, they briefly enter the awakened state. While awakened, the maskless one gains a variety of positive effects that depend on the mask that they are currently wearing. Ich habe RB gedrückt. Oh, keine Ausdauer.
Und was für eine Maske habe ich jetzt auf? Ich habe irgendeinen Buff. Also ich mag schon mal sehr, dass wirklich die Steuerung ist exakt wie Elden Ring. Elden Ring. Das kommt mir gerade zugute, da ich mich ja ein bisschen bei Elden Ring versuche. Es aber nicht hinbekomme. Aber ich versuch's. Es fehlt hier nur noch, dass ich auch irgendwie Lagerfeuer oder so berühren kann. Und dass ich Sachen looten kann. Er hat einen Trank genommen. Okay. Das ist doof. Heilen ist eine andere Taste. Aber das kann ich bestimmt. Oh. Kann ich das anpassen? Glaube nicht. Naja. Aber das hier sieht richtig cool aus. Fortitude. Increases Health, Attack Power and Defense. Stamina, Attack Power, Status Power. Elemental Power, Line Charges and Status Negotiation. Negotiation. Increases Stamina, Luck and Carry. Adore Power, Elemental Defense and Line Charge. Okay, das sind unsere Runen. Wir brauchen 394, um ein Level zu machen. Elemental Damage. From the Vs. Ah, okay, eins davon wird Feuer sein. Bestimmt das Fatur. Okay. Oh, ich muss auch natürlich dann leveln, dass ich ein bisschen mehr Sachen tragen kann, ne? Cool. Ich habe ein Song of Return. When you use, lose all accumulated memoria to return to the last visited reality knot. Okay, hier heißen die Gnaden reality knots. Piece of a broken mandolin, supposedly dear to Pulcinella. Its strings are still capable of producing a faint tune. This is mein Schwert. Unpolished gem. An ancient and raw gem with unexpected power. Minimally absorbs all kinds of damage. To load out. 1, 2, 3. Jetzt fange ich schon an, Englisch zu reden. Ich weiß nicht, was das da unten rechts bedeutet. Kann ich verschiedene Sets zusammenstellen und quasi sagen, okay, ich möchte jetzt Set Nummer 1 anwenden. Also quasi Loadout 1 und so weiter. Ah, das gefällt mir. Ich finde das Menü optisch super schön. Okay, wir gehen jetzt zu einem Boss, oder? Hinter so großen Türen sind meistens Bosse. Ja, ich würde sagen, das ist ein Boss. Ich kann ihn nicht anvisieren. Ich habe ja kaum Ausdauer. Ich muss blocken in diesem Spiel.
dafür, bei Eldrang habe ich mehr Ausdauer gehabt am Anfang. Wohin? Weiche ich aus? Ich weiß es nicht. Vanquished. Mask of Change. Stage Great Sword. Veil Great Sword. Mask loadouts. The maskless one has up to 3 loadouts at their disposal, in which all kinds of equipment can be set while at a rest. Okay, wie ich halt dachte. While exploring, only weapons, gems and consumables can be changed. Changing the active loadout can be done at any moment. Double pressing the swap input allows you to quickly select the loadout that is currently farthest in the pick order. Oh. Nice! Jetzt der hier. Mit voll dem langen Schwert. Aber das ist. Das. Oh ne, das ist aber langsam, das Schwert. Das möchte ich nicht. So. Ich habe da jetzt rechts oben ja genügend. Wie heißt das hier in dem Spiel? Memoria gesammelt. Das heißt, ich kann ja jetzt leveln, ne? Und ich denke, das wird uns jetzt hier gezeigt. Da war ein super Lag, mitten im Sprung. Ach, hier brauche ich das. Das ist ein Fahrstuhl. Loot, noch ein Schwert. Warte. Ja, Loadouts. Mask Loadouts Menu. Weapons, Offhand Mask. Tool Mask, Glassware Mask, Perks. Das kann ich noch nicht nutzen, weil ich wahrscheinlich. Kann ich mir das anzeigen lassen? Compare? Okay, nee. Das ist nur der Vergleich. Okay, ich kann das wahrscheinlich noch nicht einsetzen, weil ich irgendeine Fähigkeit noch nicht weit genug ausgebaut habe. Aber das zeigt es mir hier, glaube ich, gerade nicht an. Okay, das ist jetzt. Okay. Bei meinem zweiten Loadout ist jetzt das mit. Das Schwert mit drin. Ich gehe auch von aus, dass das tatsächlich wichtig wird, welche Maske wir so gerade tragen und so. Was ich aber cool finde, ist, hier gibt es halt Autoloot. Das kann man einstellen, ob man das möchte oder nicht. Ich habe Autoloot angelassen. Harmonia Sap. Ja, falsche Taste. Duelist Virtue. Mhm.
Drunken Sword. Masked Lions. Masked Lions are powerful Ardor abilities. In order to use them, the Maskless One needs to land attacks on their enemies, which gradually charges them up. Okay, Spezialfähigkeit. Cobblestone and Invigorating. Wir sind noch im Tutorial. Welches Schwert? Ich will das neue mal probieren. Ach, ich habe hier unten ja verschiedene jetzt. Warte mal, der Ausdauer. Okay, die sind aber jetzt alle ready, ne? Nice. Okay, das ist, du hast halt auch Spezialattacken. Okay. Finde ich gut. Lädt auf, sobald wir jemanden angreifen. Ich würde aber jetzt gern langsam mal meine Heiltränke aufladen. The Primal Elements. In the world of Innotria, there are a total of 4 Primal Elements. These inflicts dizzy, which increases damage dealt, as well as stamina regeneration. At the cost of lower defense. Fast verschluckt mit einem Satz. Fatul inflicts Wicked, increasing one's own elemental power. However, suffering damage causes the attackers to heal themselves. Malano inflicts Sickness, causing one to suffer damage over time and to spread its effects to nearby entities. Und Gratia inflicts Radiant, causing one to recover health over time, however being damaged, while afflicted triggers a powerful explosion. Okay, es wird jetzt am Anfang wahrscheinlich um Vs gehen. Inflicts Dizzy, which increases damage dealt, as well as stamina regeneration, at the cost of lowered defense. Okay, wir können uns schlechter verteidigen. Dafür regenerieren wir unsere Stamina besser. Okay. Aber dem sind wir ja dann quasi ausgesetzt, nicht wahr? Ah, jetzt haben wir so eine Wolke über uns im Kopf. Aspect of the Bruiser in Deco-Tier. Oh, die kriegen ganz, ganz viel. Ultra Great Sword. Stage Mace. Was habe ich denn für ein Riesenschwert? Das ist aber ein Holzschwert. Das ist das Schwert von dem Typ ganz am Anfang. Wir haben ganz schön viel Leben dazu bekommen. Ich glaube, jetzt geht's erst richtig los. Ab jetzt sind die Gegner... Ab jetzt haben die Gegner erst Wumms.